Hallo, hier ist euer Silberfuchs. Heute mal eine ungewohnte Seite von mir, nämlich ich bin ein riesen Star Trek Fan. Die Serie Raumschiff Enterprise feiert 2016 ihr 50-jähriges Jubiläum und da möchte natürlich jeder ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Unter anderem auch die Münzprägeanstalten, die viele Jubiläumsangebote rausbringen und sich förmlich überschlagen. Es gibt im Moment vom goldgepressten Latinum bis zum Feingold-Communicator so ziemlich alles, was man sich denken kann. Die Leute, die sich auskennen, wissen, was ich damit meine. Viele Sachen, Münzserien, farbig und so weiter, werden für ein X-faches vom Materialwert ausgegeben. Das ist natürlich nichts für mich. Aber ich habe doch zwei Sachen, die für mich erschwinglich waren und den Mix aus Sammler und Anleger diesen Spagat mich machen ließen. Das erste ist diese nette Münze, die kommt mit so einem Begleitschuber. Sehr hübsch das Motiv. Aus 99,99% Silber. Die Enterprise, die vor einem Sternenfeld steht und ihre Phaser gerade abfeuert. Sehr schön hier auf der großen Abbildung nochmal zu sehen. Dieser Schuber, der ist ganz gut gelungen, finde ich. Auf der Rückseite sieht man eine Aufrisszeichnung der alten Enterprise und auf der Innenseite das Zertifikat. Es handelt sich hier um 7,96 Gramm, also eine gute Viertelunze. Hier ist nochmal das Bild der Enterprise, das auch auf der Münze ist, das als Vorlage diente aus der alten Fernsehserie. Auf der Rückseite der Unze, wie könnte es anders sein, ist Queen Elizabeth. So, dann gibt es noch ein Münzset mit Briefmarken zusammen, auch sehr hübsch geworden. Ich zoome hier mal rein, wo die Enterprise aus vielen verschiedenen Blickwinkeln vor einem Sternfeld auf dem Rand abgebildet ist. Und zwei Briefmarken mit der Enterprise und einem klingonischen Kampfschiff. Die Innenseite, wie sollte es anders sein, auch hier Queen Elizabeth. Und ein Begleittext für Briefmarke und Münzmotiv. Da wird alles erklärt über die Raumschiffe, über Captain Kirk. Also sehr hübsch gemacht. Das sind natürlich reine Sammlerartikel. Die wandern im Schutz, in einer Schutzhülle natürlich direkt in den Schrank, wo sie auf kommende Jahre harren. Diese Stücke wollte ich mir jetzt einfach mal gönnen, zwischen all den Anlegersachen. So, das war's von mir, euer Silberfuchs.